Wir haben heute ein ganz besonderes Video, denn heute bin ich bei der Weltmeisterschaft in Helsinki. Neben mir ist Big Spin und heute werden wir füreinander die Decks bauen. Das heißt, wir bekommen zufällige Decks zugewiesen und dann muss der jeweils andere ja ein Deck daraus machen und es möglichst kaputt machen. Viel Spaß! So, wir machen erstmal zufällige Arena. Ich schaue nicht hin. So, und das hier. Also wir haben jetzt bei mir Riese mit Hexe, Koboldfass, Mini-Packer. Ich sag ehrlich, ist an sich solide. Du kannst aber einiges kaputt machen. Ich habe dieses A-Giant Raketen Ach, plus Packer-Deck. Ne? Ist richtig. Das Deck ist eigentlich schon zu. Tag Nummer 1, Tag Nummer 1. Das ist nicht mal Nado. Achso, das ist nicht das Deck, leider. Das hier. Okay, ja, was soll ich machen? Hexe raus. Rakete rein. Statt Hexe. Ja. Ja, okay. Okay, ich hatte sehr, aber sehr schon lecker. Ein großes Spell eigentlich. Ich hatte ja eigentlich den Feuerball schon, ne? Ja, ist richtig. Wo ist die Rakete denn? Jonas, die Rakete ist eine seltene Karte! Für 6 Elixier! Los! Okay, hab's. Ach, so. Das ist nach Elixier sortiert, die Karten sind nie aufgefallen. Okay, ja, weiter. Und jetzt packst du das Koboldfass raus. Ja, okay. Und dafür packst du den Lightning rein. Triple Spell, sagst du? Ich sage Triple Spell, das ist die neue Triple Spell-Meter, ja. 4 Spells sogar. Was okay, darf ich denn machen, hier Schönes? Ich habe ja ein Deck, das ist ja kompletter Müll. Das ist halt echt interessant, was du da hast. Ey, fällt gar nicht auf den ersten Blick ein, was ich da zerstören will. Das ist richtig. Queen, so. Queen raus. Ja. Und dafür, was kann man da reinpacken? Spiegel. Spiegel ist immer cool. Ich hab bei so einem Deck dann, hast du viele gute Karten. Und dann nehmen wir tatsächlich den Mini-Packer raus und packen nochmal den Lava-Hund rein. So, jetzt kannst du viele schöne Karten spiegeln. Jede Runde wird heute mehr Punkte geben. Also die erste Runde 1 Punkt, dann 2 Punkte, 3 Punkte, 4 Punkte und Runde 5 dann 5 Punkte. So, wir haben Nummer 1. Meine Stimme ist übrigens ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, man merkt es nicht zu sehr, aber es müsste eigentlich gehen. Ja. Mein Wasser ist leer. Ja. Hast du noch Wasser? Ich kann leider nicht das Wasser reichen. Jetzt ist die Frage, warte ich jetzt eher oder nicht? Du feierst dich gerade für den Wortwitz, oder? Ah, Gott. Ganz schlimm sowas. Hey, mein Deck ist eigentlich sogar ganz solide, so auf den ersten Blick. Ja, stimmt, eigentlich ganz solide, ja. Ich hab vergessen, was du alles für Karten hast. Ach, du hast Packers, cool. Shit, oh mein Gott. Also ein Giant hat echt die Karten hart, ne? Gemerkt? Ja, ich weiß, du hast noch Minions, Ach Rakete, Mann, aber das Feuerball, ist unfair, du sollst dir die Karten Zap, nicht merken. Lightning, du sollst so spielen, als ob du das Deck nicht kennen würdest, natürlich. Oh, ich kenn das Deck, aber was laberst du? Ach so, Mist. Moin. Junge. Ich muss ja die Minions töten. Schau mal, wie dumm ist es eigentlich, dass ich... Ich hätte den Packer nehmen sollen, vielleicht. Mann, und du sagst noch, ich habe nicht auf die Picks geachtet von dir. Ich habe einfach nur versucht, den Deck zu zerstören. Ja, ist ja okay, das hast du irgendwie nicht geschafft. Ich habe 4 Spells. Du bist so asozial. Stimmt, du hast eine schlechte Hand, ne? Du hast jetzt Zap und jetzt hast du erst die Sperrkobolde. Was hast du eigentlich hier gegen? Ist das gut mit Rakete und so? Ja, du bist so dumm, ne? Ist das gut mit Rakete und so? Ja, vielleicht bei Counterpush mit Giant. Aber das ist ja ein guter Giant, weil du hast ja noch einen Zap-Cycle, ne? Digga. Ja, was soll ich denn tun? Ich hab so eine Packerkeiten. Das kracht so bei schlecht. Dir ein bisschen, ne? Also das ist ja wirklich... Mein Deck ist so bodenlos schlecht, aber du hast vor allem Packer gegen Giant einfach. Das ist meine einzige Win-Condition einfach, ne? Perfekt. Der Turm, ne? Wie du noch rumgeheult hast, dass ich drauf geachtet habe, was der du Turm genommen ist, ich hab nicht auf rumgeholt. Nichts geachtet. Der Turm ist ein bisschen down, tatsächlich. Junge, du hast einfach E-Giant-Brücke gespielt. Ich habe E-Giant-Brücke gespiegelt. Und weißt du warum? Weil du mir den Spiegel gegeben hast. Das, das finde ich das Allergeilste. Du gibst mir den Spiegel einfach. Du gibst mir einfach Mann, den Spiegel. Mann, ich wollte halt die fair sein. Die einzige Karte, die irgendwas hier überraschen kann, ja? Gibst du mir einfach. Das ja, ist geil. Ich bin echt dumm. Ey, it's no joke. Ich kann da gar nichts machen. Ich habe wirklich nur den Giant als Win-Condition. Und du hast Packer. Ich hätte dir Packer nehmen sollen. Was jetzt ernsthaft Giant-Brücke? Ich muss Giant-Brücke machen. Was soll ich denn sonst machen? Das hast ist ja richtig hast gut. Du irgendwas? Na klar, du hast doch keinen Zap mehr, großer. Ach, come on. Oder hast du noch so? Ja, perfekt. Also ich will echt nichts sagen, was erst... Oh, der Mini-Packer! Hast kurz gedacht, ne? Junge, es ist so unfair. Aber der Spiegel, zum Glück ist der Spiegel wirklich einfach, der Spiegel war wirklich wichtig. Das ist wirklich cool, dass du mir einfach diese Comeback-Möglichkeit ermöglicht hast mit dem Spiegel. Ah, Junge. Machst du immer das Gleiche, kann das sein? Zack. Ach, come on, ja, was es soll gibt ich halt tun? Ein großes Problem bei dieser Geschichte, ne? Nein! Kennst du das Problem? Oh, das ist immer noch gefällt. Ey, also, ohne Witz, du hast den größten Konter. Ich hätte dir Packer noch nehmen sollen, aber ich kann dir auch nicht alles nehmen. Ich hab dir schon Archer Queen genommen. Also, ich hab dir gerade 2 Karten und dazu auch noch die Ehre genommen. Vor allem, ich hab. Das ist krass. Mann, ich muss mir. Ich 3 Sachen genommen. Ich hab vielleicht Lightning bekommen, hab dir die Archer Queen einfach genommen. Das war auch nicht so smart im Nachhinein, ne? Nee, das war komplett dumm. Ja, aber ich hab einfach nicht auf die Decks, du hast viel zu geschwitzt. Ich wollte einfach nur so 2 Wie? Karten. Wie? Ich hab viel zu geschwitzt. Ich wollte auf ich entspannt 2 Karten austauschen. Karten ausgetauscht und du meine. Und du hast. Ja, das stimmt, okay. Hä? Ich hab überhaupt nicht geschwitzt. Ja, okay, fair. Hier, guck mal.
Ja, kopier mal. Da brauchst du den Spiegel gar nicht rausnehmen. Zack. Verarsch mich, das ist gut. Das ist ein echt gutes Deck. Was laufst du? Muss ich zuerst? Bro, du? Ja, du musst zuerst, ja. Ja, geil. Du bist einfach kein Zauber. Junge, verarsch mich, was soll ich jetzt machen? Nimm Rakete rein statt kleiner Prinz. Und nimm mal den X-Bogen statt Rage. Nee, statt Goblin Gang. Gut, das machen wir. Sieht gut aus. Gut. Okay. Du nimmst einmal die Crackerin raus. Ja, das war so klar, das ist so bitter. Und nimmst dafür den Heilgeist rein? Ja, war eh klar. Warum, war, du was kommst. Warum war das klar? Ja. Und dann nimmst du einmal den, ich hab drei Geister. Ich glaube, es ist der, ich glaube, es ist tatsächlich der Mini-Packer, den du rausnimmst. Ja. Und dafür pickst du den Eisgolem. Okay. Besser als mein Deck gerade eben, glaube ich. Oder, oh. Ja, okay, wir werden sehen, schon. Okay. Nun, also, ich sage dazu nichts. Ich behalte mich. Okay, Game Nummer 2. Ja, das erste Game reden wir nicht mehr drüber, bitte. Also, ich wusste aber auch nicht, was ich tun soll. Ausführen. Ich hätte auch mehr auf den Deck achten sollen. Ich dachte, wir machen halt auf locker und dann. Auf locker, klar. Die Challenge gegen dich sind immer auf locker, weil du immer zum Glück nie reinschwitzt, oder? Nee. Stimmt. Das Beste war, dass ich dich mit 1,9 Skelett per Cycle besiegt habe. Das war ein Highlight. Hast du auch, irgendwelche alte Kamellen rauszuholen, Junge? Das war vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen war ich in Helsinki. Ja, okay. Du übertreibst, ne? Das ist so ein bisschen, du bist so ein bisschen die Bildzeitung unter den Clash Royale-YouTubern. Du übertreibst immer. Ich habe mein Video halt erst vor 3 Tagen hochgeladen. Oh Gott. Ich muss halt diese Kackgeister jetzt. Das ist kein Mini-Pack, haben wir, ne? Was mache ich denn jetzt? Großer Gräber. Großer Gräber. Ja. Ist das der Bruder von der großen Krabbe? Junge, die sind so unwitzig, ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll. Ist einfach. Einfach kein Bock mehr. Junge, dieser Kackspiegel. Ich weiß eigentlich nicht, ob das. Ja, mal schauen. Was machst du eigentlich dagegen? Der doppelte Meganische. Oh, du spielst das selber Meganische, damit Tiger ist. So. Ja, das kannst du ein bisschen mit mir. Hab ich gut gemacht, oder? Hab ich gut gemacht. Ich hab den Deck schon wieder vergessen. Ah. Digga, du kannst nicht auf meine Karten gucken, bist du dumm? Was ist das denn? Also bei dir scheppert's ja komplett. Du erzählst mir irgendwas von, du schwitzt so rein, Junge, du guckst mir den Karten an, Bro. Ich hab's vergessen. Ja, Bro, das ist doch nicht mein Problem, du Alzheimer hier hast. Hier auf dem Bildschirm sind groß meine Karten zu sehen. Ja, ich gucke da aber nicht hin, Mann, weil ich ein Sportsman bin. Okay, catch erstmal. Ach, Mann, oh, so ein Spell wäre halt auch geil, ne? Einfach gefällt, Digga, das ist belastend. Ach, Digga, was ist das denn jetzt? Guter Baby, Digga, auf jeden Fall. Kann ich jetzt umfokussen schnell? Nein, natürlich nicht. Was ist das noch für ein Rage? Ich bin mir nicht sicher, was ist das für ein Rage? Was ist das nicht für ein Rage? Natürlich ist der Rage geil. Zieh! Die Geist. Junge, was ist das denn jetzt? Ich hab keine Option. Ich hab keine Option. Guter X-Boom. Ja. Also, ich sag ehrlich, ich weiß halt nicht, wie man hier rankommen will in dem Game überhaupt. Ich hab keine Ahnung. Das war ernst. Ernst. Ernsthaft. Ernst. Ernst. Also wir haben doch beide eigentlich nur die Option irgendwie mit Megaritter, Alter. Ja. Nee, weil ich den Spiegel habe, Jonas. Und das Schlaue ist ja, du hast ja gesehen, dass der Spiegel dich gerade im ersten Game gottlos gebumst hat, also lässt du ihn mir einfach weiter. Das ist cool. Ja, das auf war Ehre, echt nicht auf schlau, weil damit kannst du ja jede Karte spiegeln, die du willst. Ne? Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja, ich dachte, ja, der funktioniert anders. Was funktioniert tatsächlich so, der Spiegel? Das ist heftig, wirklich. Das ist ja wirklich. Also die News, die ich hier heute erfahre, sind wirklich geisterkrank. Gute Ability, du ergreifst einfach die Flucht, bevor es zu dir saß. Ja, das ist sehr, sehr gut. War wirklich der Gedanke. Junge, diese doppelten Magieschützen sind irgendwie echt nicht gerade geil gerade. Guck mal, du bekommst jetzt hier einen geilen Jump und ich bin dead. Mehr oder weniger. Ja, der Megaritter, der ist gerade richtig gut am Start. Ja, der Meganisch hat einen guten Job gemacht. Aber Spiegel, ich glaube, also nochmal, wenn du nochmal einen Spiegel hast, nehme ich ihn dir weg. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Das habe ich jetzt, glaube ich, gelernt. Vielleicht gar nicht mal so dumm. Vielleicht ist er ausnahmsweise mal ein schlauer Gedanke von dir. Okay. Was passiert hier? Was macht der Meganischer? Was macht der Meganischer? Was macht der denn? Was macht der Meganischer? Der macht Weltreise, hallo. Oh, was haben wir jetzt hier? Okay. Habe ich das getroffen? War das jetzt schlau von dir? Ich habe das Lock nicht getroffen. Ich habe das Lock nicht getroffen. Ich habe das Lock nicht getroffen. Was machst du denn? ETF. Ich hätte jetzt gefühlt gewonnen. Wo hast du denn gewonnen dann? Ich hatte einen Megaritter noch im Cycle. Nein. Oh nein. Oh, ist ja leider noch ein Block. Block. Ey, ich sag dir ehrlich, eigentlich kannst du das schon echt gewinnen, ne? Ja. Aber ich weiß halt nicht. Junge, was wird das denn jetzt? Warte ab, guck hin. Magic. Zack. Digga, ich hab gar keinen Bock mehr. Wirklich, wenn ich das schon wieder sehe. Zu früh. Zu früh. Was machst du da? Was soll ich denn tun? Das ist schwierig. Hey, die Bombe, pass auf. Die Bombe denn? Was ist das?
Mach irgendwas, mach irgendwie eine Bombe oder so, ja, sehr gut. Ja, natürlich mit den Bomben, wenn du zündest. Was erwartest du denn? Muss irgendwas machen. Ja, das ist wieder so ein Geschwitz, das ist sicher noch. Oh, man kann die mal nicht schützen. Die machen ja so einen Strahl. Der scheppert jetzt nicht bei dir, ist so ein bisschen, oder wie ich los? Weiß es nicht. Zack. Rette mich, bitte. Bitte rette mich. Hilf mir. Junge, wie hab ich's gedefft bekommen? Wie krass. Das ist wirklich heftig, dein. Du hast Raketen noch, stimmt ja. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, okay. Rein da. Irgendwie. Mach was. Schnell. Nein. Lock reicht aus, ne? Och nein. Als ob du so. Ja, let's go, wichtig. Nur eine Rakete drin hattest. Du hast es übel schlecht gespielt. Was? Achso, nee, ich dachte gerade bei dir. Ich habe gerade bei dir geguckt, weil auf dem Bildschirm habe ich gerade gedacht, dass ich verloren habe. Aber das ist so doll die Rache. Das ist so doll die Rache. Ey, ich kann auch gewinnen. Kennst du Knechten und geknechtet werden? Ja, sehr witzig. Und du wirst. Ich mach mal weiter. Oh, nee, das ist kein geiles Deck. Das ist kein geiles Deck, sag ich jetzt schon. Zack, hier. Oh, Joel. Joel mit dem Y. Nun, das ist das Deck. Das ist wieder solide. Wobei, du auch? Hä, hey, du hast ein Beta-Deck. Das habe ich auf YouTube vorgestellt, der Deck. Echt? Vor nur 2 Jahren, ja. Okay, ich schau. Ich darf zuerst, ne? Nee, du musst zuerst, stimmt. Ich muss zuerst, boah. Okay. Ich fand's mit Geister eigentlich ganz geil. Deswegen nimm mal bitte den Kobold-Bohrer raus und dafür packst du eine Heilgeist rein, genau. Ich wusste schon, was kommt. Okay, weiter. Und jetzt. Ist eigentlich immer noch solide. Packst du den Dart-Goblin raus? Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, pack ihn raus. Ja. Mach entfernt. Ich möchte, dass du ihn entfernst. Ich hab ihn entfernt. Und jetzt pickst du einmal bitte. Pick mal. Ja, ich fand das ganz gut. Du darfst einmal jetzt den. Ja. Auf jetzt. Elektrospild. Hey, das ist ein super Deck. Was darf ich machen? Okay. Ja, ich hab jetzt. Ach, Mann. Das ist halt. Du hast halt so viele solide Truppen. Das ist das Problem. Du musst den Phönix rauspacken. Ich hab nichts gegen Luft. Du musst ihn rauspacken. Gut. Das ist lächerlich. Ich weiß aber, dass der Deck immer noch ist. Egal, was ich mache. Was darf ich dafür reinpacken? Rakete. Ja, Rakete macht sich gut. Die macht sich sehr, sehr gut in diesem Deck. Ist noch eine Karte. Das ist lächerlich. Das ist total lächerlich. Weißt du selber, ne? Kleiner Prinz raus. Ja. Nicht Eus oder hier Kurfass? Nein. Heilgeist. Heilgeist. Das ist so dumm. Du hast so viele gute Karten, ich habe nichts mehr. Ist nichts mehr übrig geblieben von meinem Deck, oder? Sei ehrlich. Ja, du hast doch 6 Karten, die sind übrig geblieben. Du hast vorher auch drin. Solo-Kampf, guck mal, ich frag dich sogar an. Ich lade dich sogar ein, weißt du, das Getränk ist. Ich sag ehrlich, also wenn ich das gewinne, wär's krass. Wenn ich das gewinne, wär's wirklich krass. Guck mal, ich weiß nicht, wie ich es gewinnen soll, aber ehrlich gesagt. Was machst du hier gegen? Oh, oh. Es ist doch okay. Try, ja. Hätte mehr Schaden sein können, sag ich ehrlich. Ich weiß nicht, wie ich das gewinnen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du ein Radio? Nee, also nicht, hoffentlich. Nee, ich hab das hier. Zack. Hey, den Leck! Okay, geht. Die Ausreden beginnen jetzt schon. Ich finde die Dreifachgeister, die du mir gegeben hast, echt nett, ne? Habe ich den Grafchen gefailt, der anders geplaced wird? Ja, hätte er, aber ist okay. Wie wird's der geplaced? Sag ich dir jetzt nicht. Danke. Warum soll ich dir das denn sagen? Ich bin das Spiel gerade. Was machst du aber jetzt hier? Ach Junge, ich hasse dich. Weil die ist natürlich eine Karte, die kannst du jetzt vielleicht loswerden, ne? Gerade auch mit dem Kohlfass zusammen. Ist eine relativ starke Kombination, hab ich mal gelesen. Hä, warum ist der Elektrogeist? Hä, was ist denn da passiert, Digga? Also bei mir connectet zwar auch alles, aber Was ist denn da passiert, ja? Alter, krass, der Turm ist einfach fast down. Hä? Und das so, was ist das jetzt hier? Willst du mich verarschen? Mhm. Oh, der Healgeist! Oh mein Gott, ich hab mich gerade hops. Was ist das denn? Alles hängt perfekt. Königsgeist kriegt für den Mauerprescher. Links geht's ab, rechts geht's auch ab. Beide Türme. Was geht ab? Alles weg. Du bist ja alles weg, weil der Wendt stehen noch, laufe mich nicht voll. Also stehen würde ich nicht mehr sagen, ne? Alles weg, alles, wo ist alles weg? Wo ist nicht 0, alles 0, weg? 0, 0, alles weg. Du hast noch 2000 Leben auf beiden Türmen Wahrnehmung zusammen. Von Game oder ist das zusammen jetzt hier auf bei beiden Türmen komplett? Noch 2000 Leben. Ist der Krab schon richtig platziert? Sag bitte ja. Falsch davor platziert? Ist er wieder falsch platziert? Ich sehe noch keinen Grafstein, ich habe einen fetten Leck. Perfekt, dann spiele ich direkt im Rein. Was machen wir jetzt? Nein! Ich kann jetzt spielen! Ja, mach Internet-Change schnell oder so. Wie denn Internet-Change, Bro? Hab ich hier 5 WLANs?
Ich bin hier im Hotel. Hallo? Hey. Ah, okay, jetzt geht's weiter. Sehr gut. Oh, jetzt hast du einen Vorteil erarbeitet, weil du jetzt... Okay, gut, ich hab... Einen Vorteil? Ja, okay, du liegst zurück, ist okay. Ja, okay, nee, ist kein Vorteil gewesen. Ich wollte sagen, der Deck ist schon besser in der Doppelten an sich, aber ist ja jetzt egal, weil du eh zurückliegst. Aber guck mal, in Grabstein ist es gestorben, deswegen. Ja. Unfassbar. Grabstein. Da ist der Nachteil. Eindeutig. Jetzt brauche ich irgendwie hoffentlich eine gute Defense dagegen. Oh, die ist immer gecharged. Kann das niemals aufhalten, oder? Der Charge ist bitter. Der Charge von der ganzen... Nice! Bitte. Sind wir da hier, bitte? Schnell. Ah, zu spät. Boah, ist nur eine Menge... Oh, Junge, nein. War das so schlau, da noch reinzugehen? Da ist dein, die Frage, die du stellst, ist schlauer, ja? Krass. Ich hätte gedacht, dass du so eine dumme Frage stellst. Def. Healgeist zum Blocken. Blocken. Okay. Still! Ich verliere das sogar. Ich weiß. Ich werde es einfach verlieren. Und du bist so ein Crybaby, ne? Was soll ich denn machen gegen Angel? Wie soll ich mit dem Deck gewinnen? Der Deck ist so gut. Bodenlos schlecht gespielt. Der Deck ist so gut. Da bin ich dich voll, Digga. Ich hab nichts gegen Ghost. Das ist meiner, oder? Defensiv. Bro. Das ist meiner Defensiv. Natürlich hast du was gegen Ghost. Du spammst Banditen und Ghost an der Brücke und expectest mich dagegen irgendwas zu haben. Ist okay. Ich akzeptiere es. Ich gönne dir auch den Sieg, weil jetzt wirst du wieder geschlachtet. Geschlachtet werde ich perfekt. Und. Achso, ich muss weg schon. Nein, nicht Arena 1. Na ja, gut, das muss ich es nehmen. Na, ich hatte es schon. Komm, bin fair. Zack, das hier. Oh, hey, ich sehe es nicht. Ich hab's. Giant, perfekt. Das hier ist mein Deck. Ja, wahrscheinlich ist das sein Deck. Wieso? Ja, cool, ne? Finde ich super. Finde ich super. Komm, es ist. Was mache ich? Nimm den Bombenturm raus. So. Das habe ich dir gegeben. Bombenturm raus? Okay. Ja, der muss raus. Bombenturm raus und dafür rein. Was gibt's denn so an Karten? Ich schau kurz. Ja, machen wir mal deine Taktik. Einfach mal den Heilgeist. Ich soll den Heilgeist reinnehmen, ja, okay. Gut, wird gemacht, zack. Ist da eine Evo drin? Nee, ist du nicht. Ah, hast du doch! Ah, oh, shit. Nimm Kleiner Prinz raus trotzdem. So wichtig, dass der rausfliegt. Ein Kleiner Prinz raus und dafür. Nimm Elektrogeist. Das ist teuer und schlecht, stimmt. Das ist billig und gut, aber ist okay. So, du darfst einmal. Ja, ist ja klar, ne? Ritter raus, Bogis raus, zack. Ja. Aber immerhin zwei Evos wären es gewesen, ja? Ich glaube, die Rakete packst du einmal rein. Das ist ein sehr guter Pick, danke. Und den Liken natürlich, ne? Klar. Das ist natürlich schon. Dass du halt als erster picken durftest, ist halt immer. Ich als erster picken musste, ist halt schwierig. Lightning 6 Elixier episch! Da bin ich. Ich rast gleich aus. Das ist Wahnsinn, wie schlecht ich da drin bin. Okay, wir probieren's. Game Nummer 4. Auf geht's, Leute. Ich brauch's zu winnen. Okay. Junge, meine Starter. Ach, du hast echt. Du wechselst immer abzüchten, du geistern und du spellst. Ne, finde ich super. Hast du gegen was? Wenn du den Shadowhand blamest? Hast du Pfeile? Keine Pfeile. Defensive Musketiere dagegen. Oh, die ist natürlich sehr gut. Mit dem Helm ist die sehr gut gegen die Kobolde. Der Helm schützt die vor den Kobolden, weißt du? Was hab ich denn nur? Hey, Siri ist angegangen! Geht wieder. Hätte ich gefeiert jetzt. Gefällt mir gar nicht. Gefällt mir echt überhaupt nicht. Was ist das denn? Hast du Siri aktiviert? Hey, Siri! Hä, was ist das denn? Was soll ich denn tun mit dem. Was ist denn das für ein Miner? Achso, nee, der. Ah, ja, cool. Der Giant, war der smart von dir? Bleib hinten dran! Du Arsch. Würdest du sagen, es ist schlau gewesen? Nein, natürlich nicht, weil der Minipacker reingesagt hat. Warum? Gesagt, oh, da scheppert's jetzt aber. Du hast einen Luftpass auf Defense, wusste ich gar nicht. Nö, den hast du ja zum Glück gar nicht gesehen beim Deckbuilding. Ich hab mich aufgepasst. Oh, der Kobold, Alter, das war ja ganz grauenhaft. So kenne ich das gar nicht. Ich dachte schon, du spielst unterdurchschnittlich, aber Ritter durchlaufen zu lassen und dann auch die Muskeln in den Poison, das ist ja, da hättest du was anderes machen können. Hättest du was anderes machen können, sag ich dir echt, ne? Also, ansonsten kann ich gerne für dich, ich biete normalerweise keine Coachings an, aber reicht jetzt. Für dich könnte ich mir das sogar noch überlegen, ne? Junge, meine Hand ist halt, ich kann halt immer nur eine Karte spielen. Was ist denn das? Echt? Ich kann sogar zwei auf einmal, guck mal hier, zack. Was ist das denn jetzt? Ich wollte dir zeigen, dass ich sogar zwei auf einmal spielen kann. Cool, hab ich gesehen. Ja. Ey, wie soll ich mit riesen Minipacker... Ich weiß nicht. Jonas, es gibt eine Weisheit und die heißt... Das ist nicht mein Problem. Es ist unfassbar. Ich kann nichts machen mit dem Deck. Mann, ich habe Arena 1 Deck und noch zwei große Spells reinbekommen. Chillig. Ja, geil. Ja, das stimmt. Was mache ich jetzt? Ja, da
Das sind so Fragen, die kann ich dir nicht beantworten. Das ist das Problem. You know, das ich kann nichts machen. Nicht Mini-Packer? Musketieren, innen, geil. Ich hatte den Mini-Packer, ich muss zeigen. Das ist heftig. Ich wusste nicht, dass du so fortgeschritten schon bist. Was mache ich denn jetzt? Deinem Gameplay. Ich würde, du hast noch den Home-Button, zweimal auf den Home-Button klicken. Ich weiß, was ich tun soll. Nach oben swipen. Was redest du die ganze Zeit? Das kann nicht sein. Tom ist down. Aber wir müssen ja nochmal wichtig auch in den Kopf behalten. Oh, Poison Value, danke. Was soll ich denn tun? Ich hab doch nur die Karten. Ich hab doch nur die Karten. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal im Kopf behalten. Eine Sache, die ist wichtig. Ich habe kein Gebäude. Ja, toll. Ich hätte das Gebäude vielleicht lassen, aber wenn ich das Gebäude gelassen hätte, hätte ich... Ja, nein, du hättest sonst oder so verloren. Ich konnte nichts machen. Ja, mir ist es nochmal gut tatsächlich. Mir ist es nochmal nice to try, aber... Das wäre echt mal vielleicht gefährlich, ja, aber wäre nicht gefährlich geworden. Nein, das war ironisch. Wow. Ja komm, ich habe ein Arena 1 Deck bekommen, noch zwei Spells rein. Er hat den perfekten Konter dazu gehabt. Ja, war sehr fair mit dem Arena 1 Deck, ne? Schmackhaft. Okay, wir machen jetzt beide legendäre Arena, dass wenigstens fair ist. Alles, was ich tue, ist legendär. Ja. E-Giant, E-Giant Barbs. Ist okay. Dann bist du dran. Links. Zack. Oh. Ist es schlecht? Ich darf zuerst dieses Mal. Nee, du musst zuerst. Okay, let's go. Du musst zuerst. Alter. Okay. Manchmal ja, dagegen packst du auf jeden Fall die Pfeile raus, Digga. Die kommen nämlich rein. Du packst Pfeile raus und packst dafür rein. Ich würde sagen... Ja, mach mal Packer. Packer? Ja. Wie random ist das denn? Okay. Und dann packst du... Ja. Die Hexenmutter raus. Ja. Und dafür packst du rein... Egolem. Mhm, cool. Das war... Den hätten wir eigentlich schon länger mal reinpacken können, fällt mir gerade auf. Na. Oh, zeig mal dein Deck. Ey, du hast einen perfekten Konter gegen mich jetzt, ne? Das ist insane. Ja. Das ist komplett insane. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich muss dir eigentlich gefühlt alles rauspacken. Ach, verarsch mich, das ist doch lächerlich. Oder schau es dir an. Schau es dir an. Das ist crazy. Lächerlich. Ey, ich bin ja mal weg. Nimm Inferno raus. Oh. Ja. Rakete. Nee, nicht Rakete, sorry, ich hab mich versprochen. Doch, Rakete. Okay, dann doch nicht versprochen, schade. Doch, ich hab mich erst versprochen. Ja, keine Ahnung. Nimm die Goblin Gang raus. Und nimm dafür. Mach mal den Golem rein. Mach mal den Golem. Rein. Ja. Okay. Nun, dann würde ich sagen. Bodenlos ist, mein Deck ist jetzt schon grauenvoll. Naja. Aber du bist immer so negativ dem Ganzen gegenüber eingestellt, weißt du, Jonas? Das stimmt. Also ich finde, du musst da mal ein bisschen mehr Good Vibes only, weißt du? Wir brauchen mal ein bisschen mehr gute Vibes hier. Nee, gerade nicht so. Du klingst sehr, sehr im Loch. Ey, das ist wirklich hart. Also das ist wirklich, wirklich hart. Das Deck. Du musst halt jetzt Barbs schon mal spielen eigentlich. Okay. Ja, keine bessere Idee. Ich mach die Evo schneller. Ja. Schau, was musst du hier? Das ist halt so, dass du diese verdammte Minion noch hast. Die frisst dich ein bisschen, ne? Zum Frühstück sogar. Krass. Muss eigentlich Nado kommen, oder? E-Giant, zack. Ja, ich muss halt. Ja. Ich muss halt. Ich hab nichts anderes. Weißt du, was ich gegen E-Giant hab? Das ist so dumm, ne? Das ist so dumm. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich gegen E-Giant hab? Barbs, oder? Richtig. Aber sterben die nicht wenigstens, oder sterben die gar nicht? Nee, so halb. So halb. Ich finde, es ging sogar für mich. Ich meine, der Konterpush ist jetzt nicht gerade vorhanden. Krass. Oh nein! Oh nein. Oh. Nice try. Ja, okay, wäre krass gewesen. Ja. Ah, ey, das wird hart werden. Was mache ich denn da jetzt? Wieso machst du denn nichts? Weil ich das gut finde. Hä? Ja. Ich würde chargen sollen. Das hast du nicht gemacht. Ich fand sehr, sehr gut von dir, dass du nicht gecharged hast. Du hättest einen Turm bekommen, aber das ist nice. Aber wieso hast du es denn? Ich dachte, da kommt halt irgendwas. Was soll denn da kommen? E-Giant-Brücke, ist das smart von dir? Meinst du? Nee, nicht, oder? Ich werde mir jetzt sagen, dass du die Dinger hast. Aber was soll ich denn sonst machen? Elixier-Golem-Brücke. Also, das war die Frage. Frage. Das jetzt? Ich denke, E-Giant war doch das Schlauste eigentlich. Ich meine, du musst immer darauf reagieren. Alles, was ich tue, ist legendär. Irgendwie geht's noch fit sogar, der andere Turm hilft nicht mit. Ja, ich fand das interessant. Hä? Übel gut? Übel gut, sag mal ehrlich. Das war nicht schlecht. War echt gut. Hast du gut gespielt? Bisher, also bisher wächst du über deine Potenziale hinaus. Ja, aber das Matchup ist so grauenvoll, ich werde safe verlieren.
Wie heißt es? Prinzessinbrücke oder so? Nee. Müssen wir nicht Babs kommen? Oh. Ja, Digga. Ich flieg war nicht mal gut vor allem. Warum war ich nicht gut, hä? Hä, weil es zu spät war. War einfach zu spät. Was? Ich hab die perfekt getroffen. Was war das für mich voll? Wir haben doch schon die Goblins gekillt bis dahin. So, was mache ich jetzt? Das ist ja nicht meine Frage, mein Problem. Ja, das ist die Sache. Geil. Hä, bist du dumm? Das ist irgendwie so, als ausspielen. Packer. Stirbt alle. So, jetzt komm. Wieso sterben? Ah, die sterben nicht. Kacke, das ist nicht mehr egal. Shit. Diese kack zwei Minions, ne? Das ist unfassbar. Diese beiden Minions noch. Ja, das war ein Try, aber es war nicht gut. Das war ein Versuch wert. Ja, war gar nicht schlecht, aber... Shit. Zwischen nicht schlecht und gut liegen halt immer noch Welten, leider. Ja, sehr witzig. Aber Katze, das ist witzig, weil das ist so eine Weisheit, hä? Digga, du nervst mich so krass. Nice! Digga, bist du nervig. Oh mein Gott, hab ich dich? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott, war gut gespielt. Ich hab das gegen diesen goldenen Hessler, der nimmt mich so auseinander, Digga, das ist wirklich heftig. Charge! GG. Ich weiß, das war gut gespielt nochmal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Danke fürs Zuschauen, schaut gerne Backspin vorbei, da haben wir auch Battle aufgenommen. Und ja, das war's mit dem Special aus Helsinki. Ciao!